Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Devil's Dozen Box von Fiddler's Green. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Devil's Dozen von Fiddler's Green, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 13. Album der Band. Wir haben hier eine schwarze Metallbox. Auf der Oberseite haben wir hier auf dieser schwarzen Fläche dann auch noch einen roten Aufdruck. Wir lesen hier einmal den Namen der Band, Fiddler's Green, darunter den Albumtitel Devil's Dozen, also auf Deutsch so viel wie das Teufels Dutzend. Dann haben wir hier einen großen Ziegenkopf mit einer 13 hier auf der Stirn. Dann lesen wir hier noch Finest Irish Speedfolk und dieses Tier, dieser Schädel hier trägt noch ein Kleeblatt hier im Mund, ein vierblättriges. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen. Rund um die Box in einem schwarzen Hochglanzlook und auf der Unterseite ebenfalls in Hochglanz und wir haben dann hier auch noch einen Sticker. Und zwar haben wir hier unten rechts einmal den Barcode und dann lesen wir hier noch das Label. Das Ganze ist erschienen über Def Shepherd Recordings. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ja, das Ganze geht hier auf, also eine reguläre Metall-Klappbox. Wir haben hier zum einen mal eine Gürtelschnalle. Dazu natürlich passend der Gürtel. Dann haben wir das Album an sich, einen Patch sowie einen Sticker. So, von innen die Box hier in diesem Silber. Packen wir mal zur Seite. Und dann würde ich sagen, holen wir mal die einzelnen Sachen hier noch aus der Folie. Wo am besten hier? So, das ist einmal die Gürtelschnalle, die kommt hier in so einer Luftpolsterfolie. Und dann haben wir hier den Gürtel, der ist ja auch nochmal in Folie. Die Frage, ja doch, es ist vorne offen, wenn wir ihn hier gut rausziehen. So, perfekt. So, die zwei Inhalte beide in Folie, was speziell bei der Gürtelschnalle wichtig und gut ist, denn sonst hätte die wahrscheinlich ziemlichen Schaden angerichtet in der Box und eventuell andere Boxinhalte beschädigt. Deswegen bin ich sehr froh, dass man hier das mit der Luftpolsterfolie gelöst hat. So, wir haben hier das Album an sich, kommt hier in einem Digipack. Das Cover kennen wir bereits von der Box. Allerdings haben wir dann hier noch einen FSK 0 Sticker. Bedeutet, eine DVD ist hier auch noch mit dabei. Man hat diesen FSK 0 Hinweis, aber scheinbar doch nicht mit einem Sticker gelöst, sondern tatsächlich, leider muss ich sagen, aufgedruckt. Ich dachte jetzt, es wäre ein Sticker, wollte den gerade abmachen. Leider hat man das hier drauf gedruckt. Naja, schade. Von der Optik her leider beeinträchtigt in meinen Augen. So, Fiddler's Green, Devil's Dozen lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die CD und die DVD aufgelistet. Auf der CD, auf dem Album, haben wir hier 13 Tracks. Und auf der DVD haben wir 14 Tracks und die DVD beinhaltet ein Akustik Pub Crawl live in München 2015. So, Labels und Barcode, okay, dann schauen wir mal rein. So sieht das aus, das ist das Innenleben und dann kommen wir als erstes mal links hier zum Booklet. Das ist recht dick, also es fühlt sich echt dick an. So, hier haben wir einmal die Lyrics zu einzelnen Tracks. Die sind hier Wort für Wort abgetippt. Dann haben wir hier die Beteiligten. Also die sechs Herrschaften der Band sind hier abgebildet. Sieht so ein bisschen nach Backstage aus, vor einem Auftritt eventuell. Alle hier in feinen weißen Hemden und Krawatte. Dann weitere Lyrics. Und weitere Fotos. So sieht das aus.
Weitere Fotos, die Fotos hier immer in Schwarz-Weiß. Und ohne Ende Lyrics. Zum Abschluss dann nochmal ein Foto. Und die Credits zum Album. Sowie auch Danksagungen. Gut, die Tracklist gibt es auch nochmal oben drauf. Dann schauen wir weiter. Als erstes haben wir einmal die CD. Die sieht so aus, also das Cover hier auch nochmal drauf mit dem Ziegenkopf. Und wenn man das hier alles entsprechend aufklappt, dann hat man hier im Panorama auch nochmal ein schönes Bandfoto hier in Schwarz-Weiß. Das ist die DVD, die ist genau im Negativ, also eben in Rot und Schwarz. Hier haben wir auch den FSK 0 Hinweis. Also dieser DVD haben wir diesen wunderbaren Hinweis auf dem Cover zu verdanken. So, dann packen wir das Digipad wieder zusammen. Darüber hinaus haben wir einen Patch, der ist kreisförmig in Schwarz und Rot. So sieht er aus. Ups. Kann man sich entsprechend auf die Kleidung und auf den Rucksack machen und dann Fiddler Screen repräsentieren. Ebenso kreisförmig haben wir einen Sticker, auch wenn er hier quadratisch kommt, man kann den dann hier so rauslösen. Ein Sticker hier mit dabei. Und der letzte Inhalt, beziehungsweise die letzten beiden Inhalte, aber sie gehören unmittelbar zusammen. Zum einen hier diese Gürtelschnalle. Passend auch hier wieder zum Artwork, zum Cover, hat man hier sich für den Ziegenkopf entschieden. Allerdings nicht in Rot, sondern mehr in so einem Bronze. Dann der 13er hier wieder auf der Stirn. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier entsprechend die Schließe, also hier die Öffnung für den Gürtel. Und von hinten sieht das Ganze in Silber aus. Und hier haben wir dann auch noch den Dorn, mit dem dann entsprechend das Loch im Gürtel fixiert wird, damit er dann auch ordentlich hält. Ja, in Kombination mit dieser Gürtelschnalle macht dann der Gürtel natürlich Sinn. Der kommt hier in Schwarz, sieht so aus, also hier die zwei silbernen Nieten, auf der Rückseite ebenso. Und dann haben wir hier dann die Löcher des Gürtels, insgesamt 7 Stück, wenn ich das richtig sehe, nein, 6 Stück, 2, 4, 6 Stück hier. Ja, muss man schauen, ob der passt. Ansonsten kann man da natürlich auch noch, wenn man möchte, Löcher dazu stanzen. Aber das ist dann wohl so eine ja, reguläre Einheitsgröße, die den meisten Menschen ungefähr passen sollte vom Hüftumfang. Und dann in Kombination, wir probieren das gleich mal aus, mit diesem Ziegenkopf. So, also man kann es dann hier so reinmachen. Moment. Wenn man das dann so verwendet, genau, also man muss natürlich hier beide Seiten so, dann hat man diesen Ziegenkopf hier und dann kann man entsprechend den Gürtel hier dann schließen, bedeutet hier den Dorn durch das Loch und dann hat man hier dann den Gürtel und kann hier diesen Ziegenkopf wunderbar an der Hose tragen. So, wir machen das Ganze wieder auf. Am besten ohne hier irgendwas zu beschädigen, gar nicht so einfach. So, aber jetzt und lösen das wieder auf. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Gürtel hier aus schwarzem Leder. Ich gehe mal davon aus, Kunstleder. Dann haben wir hier den Ziegenkopf, also die Gürtelschnalle in Bronze hier passend in Kombination mit dem Gürtel. Einen Sticker. Der kommt hier kreisförmig in Schwarz und Rot, ebenso wie dieser Patch. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks plus der DVD Unplugged Konzert 2015 in München. Das alles im Digipack. Jawohl. So, machen wir mal zur Seite. Das alles in dieser wunderbaren Box Devil's Dozen von Fiddler Screen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fiddler Screen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.